Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute habe ich mir selber eine heftige Challenge gegeben. 100 Tricks an einer Bank. Beziehungsweise, ich nehme diese Bank inklusive Plateau, also das hier auch noch, und Drop-In, also dass ich halt auch Pelky-Tricks drüber machen kann. Ich denke, dann wird die Abwechslung auf jeden Fall sehr, sehr groß sein. Tut mir auf jeden Fall leid, falls es hier etwas zu laut ist. Ich versuche schon zu schreien, weil hier sind natürlich sehr, sehr viele andere, die auch noch am Fahren sind. Aber ihr kennt das ja aus der Skate-Halle. Ich würde sagen, ich fange an. Natürlich, Freunde, mache ich es mir selber ein bisschen leichter. Ich fange mit den Basic-Tricks an. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil da werden auf jeden Fall heftige Bangers noch gerissen. Ich versuche auf jeden Fall mein Bestes. So, ich habe jetzt gerade mal mein Pullover schon mal ausgezogen, weil ich werde gleich auf jeden Fall sehr, sehr warm werden. Und falls ich Bartschwists mache oder so, dann kann ich halt einfach nicht am Pullover hängen bleiben. Ich würde sagen, ich fange erstmal direkt an. Ich mache ein paar Lines und ich zähle immer so ein bisschen mit und seid natürlich auch mal gespannt, wie viel ich schaffe. Ich will auf jeden Fall alle 100. So, der erste Trick von Janni. Okay, 1, 2. Ich zähle jetzt den Drop-In auch einfach mal mit, so kann ich das richtig schnell machen. Ich habe jetzt 3 Stück. So, dann mache ich jetzt auch nochmal einen Tempo-Drop-In und einen Basel-Drop-In. Die Basics müssen natürlich auch alle drin sein. Wunderbar. 5, 6. 6 haben wir. Vom 7. direkt. Oh. Oh, das ist ein kleiner Lauf. Also haben wir jetzt 8 Stück. 8. 8 Stück, okay. Fast ein Zehntel. Und 10. So. 11 Stück. Jetzt fange ich mal ein paar 360-Kombos an. Das heißt, ich mache jetzt ein 360-Bar-Spin, Drop-In und 360-Bar-Spin, Fly-Out. Und ihr müsst natürlich jede einzelne Kombo mitnehmen, damit ich auf jeden Fall die 100 voll mache. So, jetzt nochmal 14. 360-Whip und Drop-In. Jetzt habe ich 15. 15 Stück. Boah. Also, bisher sieht es sehr gut aus. So. Jetzt mache ich ein Triple Flyout und dann muss ich ja noch Drop-In machen. Oh. So. Komm, scheiß drauf. Ich mache von hier direkt Drop-In. Ja. Oh. Oh. 18 Stück. Das war jetzt Heel Rewind. Dann mache ich noch einen Rip Rewind Drop und dann einen Heel Rewind Out. Und Kickless Drop. Genau, Kickless Drop zum Beispiel. Boah. Heftige Kombos, aber. Ich werde langsam kaputt. 20 Stück schon. Hey, jetzt muss man überlegen, welche hatte ich jetzt noch nicht? Hatte ich Kickless Flyout? Ne, hatte ich noch nicht. Kickless Flyout kann ich noch machen. Bar Whip, Whip Bar. Bar Whip, Whip Bar, ja. Sehr gut. Dann mache ich jetzt ein Kickless Flyout. Und danach bleibe ich aber erst nochmal ein Bartschwitz. Die wollte ich gerade unbedingt machen. Bartschwitz zählt natürlich jetzt nicht. Ja. Ich bin jetzt bei wie viel? 22. 22. Barrip, Flyout. Bin ich leider außer Puste. Krass. Aber dann geht's. Ich will das unbedingt schaffen, Freunde. Macht das auch mal auf jeden Fall in eurem Local Skatepark nach. Das ist nicht ganz so einfach. 23. Ja. 24. Oh. 25 Stück. 25. Boah. Ein Viertel schon. Ein Viertel, es wird immer besser. Alter. Okay. Mein Hinterrad ist so lose geworden. Aber egal. Testschrauben kann ich nachher. Chillig. Okay. Hauptsache, Drop-In schaffe ich, aber vielleicht auch nicht. Ich hasse das auch, wenn man dann so eingeengt landet. Ich mag das gar nicht. Nee. Oh. Okay. Ja, war sehr sketchy, aber jetzt muss ich mit dem Inward vorher gehen. Oh, das war der 27. Der 27, aber so ekelhaft. Hör mir, kurz Kraft tanken. Weil jetzt muss ich den Inward vorher auch Drop-In machen. Oh. Jetzt geht's nämlich langsam in die Tricks, die halt schon wirklich eklig werden.
sind jetzt bei, ich glaube, 28. Ja, 28. 28 müsste es sein. Falls ich nicht erzählt habe oder falls der nicht erzählt hat, der natürlich hinter der Kamera ist. Hallo. Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr mitgezählt habt. Ich würde sagen, ich mache jetzt Ankicklist. Habe ich noch gar nicht und der ist auch wirklich gar nicht so schwer. Ja. Oh. 30 Stück. Ich mache aber für dich ein Finger Rip Flyout. Oh. Ihr wisst es, ich hasse Finger Rips, aber Flyout muss ja auf jeden Fall. Und Drop. Drop it. Ach, Digga, da weiß ich, ob ich nicht schaffe, aber ich versuche ihn mal. Oh. Digga, ich sag's ja. Ich hasse diesen Trick. Ja. Okay. 32. Geschafft. 32. Ein Heel-Kickless. Heel-Kickless? Genau, Heel-Kickless. Oh. Flyout. Ich hoffe, ich springe nicht weit genug, weil dann kann ich vielleicht auch direkt danach droppen. Okay. Scheiße, landet aber von hier, komm. Jo. Boah. Nummer 4. 34. Ja, danke schön. Oh, 34. Hände sind leicht schwitzig, aber versuche jetzt mal ein Bar Rip Droppen. Kann es auf jeden Fall gehen? Boah, ich bin schon mies kaputt. Es geht immer weiter. 35 hast du jetzt schon. Dann mache ich jetzt mal einen Double Heel Kickless. Double Heel Rebound. Also Heel Rebound. Double Heel Rebound zumindest, ja? Ah, ja. Ja, ich versprochen. Okay, da war ein bisschen mit Fuß daneben getreten. Ja. Ich bin mies im Arsch. Wie viel habe ich? 36 und ich habe noch einen Trick für dich. Boah, du hast noch einen. Okay, und welchen? 260 Double Whip. Boah. Und dann habe ich noch mehr Tricks für dich und zwar Manny Combos. Das stimmt, Manny Combos, Fake Combos. Und Nosies. 260 Down hier. Ja, stimmt. Jetzt fällt mir auch alles ein. Das Problem ist, wenn ich fahre, sich dann fein ein bisschen für die Sachen ein. Okay, komm. Ich mache jetzt erstmal 260 Down hier. Keine Manny Combos. 260 Double Whip versuche ich noch. Boah, es wird noch wild. Ja, clean. Und drop, drop, drop. Ja. Muss ja noch droppen. Oh. Was? Damit hätte ich jetzt nicht als erste Fakey-Kombo gerechnet. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich die Kraft noch. Digga. Alter. Haben wir das gesehen? Ja. Wie heute beim Hinterrad. Schon in der Bank drin. Ey, man sieht auf jeden Fall oder man merkt, ich werde immer unkonzentrierter. Jetzt schaffe ich ihn. So, der 40. Trick. Ja. 40. Oh Mann, nicht mehr die Hälfte. Okay. Zieh durch. Okay, muss auf jeden Fall durchziehen. Welchen Trick kann ich jetzt noch machen? Manuals, ja. Erstmal ein ganz normalen Basic Mania. Oh. Oh, Manny Whip. Ja. Oh. 44 oder? 43. Ich habe ja ein paar Mania gemacht und Hangfive. Ah ja, dann 44 jetzt. Dann bist du 44. Ja, genau. Boah. Ich mach mal noch so einen. Vielleicht Baba Flyout oder so. Baba? Finde ich ekelhaft, glaube ich. Finde ich richtig eklig aus der Bank. Aber probier mal. Jo. 45. Bin gut dabei, aber mir fällt nichts mehr ein. Nichts mehr, gar nichts mehr irgendwie. Also, selbst wenn ich jetzt ein bisschen nachdenke, da kommt was. Aber dann bist du auch eingerostet. Ja, genau. Das ist scheiße. Warte mal. Hä, hey, hab ich auch irgendwas Tolles vergessen? Also, nur so Tricks, so, die extrem schwer sind. Ich werde eigentlich jetzt erstmal noch Tricks machen, die halt, wo ich weiß, okay, die kann ich gut. Hm. Vergesst ihr, glaube ich, viel zu viel gerade. 260 Double Room, komm. Ja, stimmt. Ein fällt das einfach nicht ein. Okay. Ey, ich kann ja nicht mehr. Digga, ich hasse das, wenn man Tricks zu lange nicht macht. Ich bin so froh, dass ich nur filmen muss. Digga, das ist auch wirklich. Am Anfang hätte ich ihn bestimmt geschafft, jetzt bin ich auch noch kaputt. Oder? Ich glaube, ich versuche ihn nochmal. Zeig keinen Zweck. Ich habe keine Kraft mehr.
Mir fallen auch keine besseren Tricks mehr ein. Schlimm. Wie viel habe ich? 46. Freunde, wenn ihr ein Part 2 sehen wollt, wirklich, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, schreibt auch nochmal Tricks in den Kommentaren, die ich halt vergessen habe. Ich hab was vergessen, aber ich weiß nicht was. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ja, das ist sehr belastend. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich habe mein Bestes versucht. Falls ihr natürlich noch Tricks habt, falls ihr Part 2 sehen wollt, schreibt in die Kommentare, dann mache ich das für euch. Ciao, ciao.